herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. Und ich bin immer noch am Dreschen. Ich komme nicht vorwärts. Ich habe zwar gestern mal kurz ein bisschen Stroh beim Sägewerk eingefüllt, damit wir wieder ein paar Bretterpaletten produzieren können. Aber der Rest, der steht einfach nur still. Und das ist, okay, der Metzger, der arbeitet noch, ja, haben wir auch nachgeschaut. Aber der Rest tatsächlich, der steht still und verdient somit eigentlich null Geld. Oh, Mist. Jetzt sind wir schon wieder voll, ey. Und ich hätte ja auch gerne einen Trecker gehabt, damit ich nicht immer mit dem Drescher hier durch die Gegend fahren muss. Aber ist auch nicht. Und ich bin immer wieder am Überlegen und am Zweifeln, ob es so richtig war, die Agrargenossenschaft, die Agrargemeinschaft zu gründen. Eigentlich denke ich, ist es schon irgendwo ein richtiges Zeichen für die Gemeinde, dass die auch sehen, ey, die Leute wollen auch zusammenarbeiten, die wollen gemeinsam profitieren. Aber irgendwo denke ich auch, es geht nicht vorwärts. So. So, ein kleines Flecken da hinten haben wir noch und dann fehlt eigentlich nur noch die Flecken hier vorne, die einfach nicht angereift werden wollen. Sehr ärgerlich. Aber kann ich leider nicht ändern. Die sind wahrscheinlich morgen früh erst angereift. Und das dauert noch ein bisschen. Und eigentlich haben wir auch noch schon ewig keinen Kredit mehr bezahlt und kein. Es sind noch 100.000 von dem Drescher offen. Sollte ich auch mal irgendwann zurückzahlen. Ja, wie gesagt, das dauert halt alles gerade. Wir hatten gestern geschaut, wir haben 6 Paletten Steak, 6 Paletten Würstchen beim Metzger stehen. 6 mal 4 sind 6 mal 4 sind 6 mal 4 sind 24, oder? Bin ich blöd? Sind 24.000 mal 600, also die Hälfte, ja, es sind nur so knapp 15.000 Euro, die wir damit verdienen könnten. Auch nicht so viel im Moment. Vielleicht steigt der Preis heute Nacht ein bisschen, wenn die merken, dass wir hier auch was im Angebot haben. So, ab geht's. Ich will fertig werden hier. Ich habe keinen Bock mehr. Bin sogar am Überlegen, ob ich den Drescher hier dann einfach stehen lasse. Und sag hier, Leute, macht. Ich muss mich nämlich morgen früh tatsächlich mal ums Holz kümmern. Ich muss in den Wald. Ich habe ja den, da vorne fährt einer rum.
Ah, der ist fertig, oder was? Ist er perfekt. Da fährt noch jemand. Na, ist hoffentlich nicht schon wieder die Polende, ey. Dann bin ich nämlich fast am Überlegen, ob ich den Drescher hier stehen lasse. Soll der Diesel hier fertig ernten? Und ich mache mich morgen früh auf. In Wald. Dass ich da mal loslegen kann. Fährt schon wieder einer lang. Ist ja Autobahn oder was los? Ich fühle mich tatsächlich in der Agrargenossenschaft ein bisschen benachteiligt. Also nicht mal wegen dem Gehalt, was ich den anderen zahle, sondern einfach, weil meine Arbeit völlig hinterher, also völlig liegen bleibt. Und das war ja eigentlich gar nicht der Gedanke von der Genossenschaft, sondern eigentlich war ja mein Gedanke, dass ich auch davon profitiere. Und das tue ich absolut nicht. Und das ist ein bisschen schade. Aber naja. Vielleicht regelt sich das noch. Wäre zumindest schön. Weil sonst macht das Ganze nicht so wirklich Sinn. Also für die Zukunft. Ja, was macht denn der hier? Alter, was ist denn das für ein Hampelmann, ey? Stell dir hier die Sämaschine in den Weg. Ah, meine Herren. Jo, Volker. Junge, was soll denn das? Kannst du hier nicht... Es stellt hier die Sämaschine mitten in den Weg. Ja, weil sonst hätte sie jetzt hier den, den Anhänger blockiert. Ja, ist der hier voll? Der ist voll, ja. Sonst hätte ich den ja nicht rausgeholt, oder? Ja, und wie kriege ich jetzt den Drescher hier rum? Muss ich wieder außen rumfahren? Warte eben... Stell dir die Sämaschine drüben auf den Parkplatz oder so. Eieiei. Oder zumindest hier an den Rand. Warte. Ups. Ah, übrigens. Ja. Ah, gleich. Warte. Ich lasse dir das Ding hier stehen. Kann sie morgen fertig dreschen. Ich muss weiter. Ich komme zu nichts. Ich habe meine ganzen Produktionen stehen still. Das geht so nicht. Also ich bin ein bisschen enttäuscht von der ganzen Geschichte hier, wie das läuft. Ja, ich auch irgendwie. Das Feld vom Stefan ist fertig. Jo, wenigstens immerhin mal was. Aber der darum kommt. Darum bin ich auch direkt mit der Sämaschine nach hier gekommen, um hier gleich, wenn ich das morgen früh abgedroschen habe, direkt wieder anzusehen. Das ist halt die Frage, ob du denn das Stroh verwerten willst oder nicht. Ich habe bei dir mal 80.000 Liter geholt und habe die bei mir ins Sägewerk rein. Ist okay. Ja, weil... Ich habe vorhin auf dem GPS gesehen, der Neumann war vorhin hier.
Ja, der hat irgendwie einen Anhänger gebracht. Der hat gemeint, das soll zu dir auf den Hof. Ach so, ja, da hat er mir irgendwas von am Telefon gesagt, dass jeder Betrieb so einen Anhänger mit seinem Firmennamen drauf von der Gemeinde spendiert gekriegt hat. Jeder Betrieb. Ja, also so Genossenschaften, die Blaubeeren haben so einen, das Lohn und der Landhandel hat so einen und wir haben so einen gekriegt. Achso, ich Mit dachte, unserem Namen der Firma drauf. ich hätte dann auch noch einen gewollt. Okay. Jo, gut erstmal. Der steht bei dir am Hof. Ja, ich mach mal eben Licht aus, sonst ist die Batterie morgen früh leer. Jo. Wo fährst du jetzt hin? Ich wollte eben den Anhänger leer machen. Und dann wollte ich noch ein paar Zwiebeln verkaufen fahren. Ja, dann Hast du fahre ich denn? mit dir mit Ja. und dann nehme ich deinen Träger mit. Alles klar, ich wollte dann sowieso mit dem LKW das machen. Ja, das habe ich Mit mir dem neuen gedacht. Hänger. Falls du übrigens einen Dolly noch brauchst, bei im Sägewerk steht noch eine rum. Nee, ich brauche keine Dolly. Ja, falls irgendwann mal notwendig. Ja, stimmt. Warte, Achso, der sehen. steht ja da. Das muss ich aber wieder zurücksetzen. So, liebe Leute, aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Warte mal noch kurz, ich steige ein. Ich wollte noch eben ankoppeln. Achso, ja, fahr vor. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut gerne morgen wieder rein. Langsam, gut. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.